Ja, Pixar-Filme haben eigentlich immer so versteckte Botschaften, die speziell für die Erwachsenen sind. Gibt's denn einen Moment in einem Pixar-Film, entweder dieser oder einem vergangenen Pixar-Film, den du als Erwachsener so ein bisschen anders wahrgenommen hast, wie er wahrscheinlich für Kinder gedacht war? Oder gibt es immer viele Momente, die man als Erwachsener eh anders wahrnimmt wie ein Kind? Ich meine, in diesem Alles steht Kopf 2 ist der Moment, den ein Kind, glaube ich, gar nicht so wahrnimmt. Das ist die Baustelle, die in Rileys Kopf da aufgebaut ist. Diese Schaltzentrale muss größer werden, weil viel mehr Emotionen dazu kommen. Also wird das alles umgebaut jetzt. Und das ist ein Moment, der, glaube ich, einem Erwachsenen viel deutlicher macht und viel mehr auffällt als Kindern. So viel tiefgründiger eigentlich. Für Kinder ist es einfach nur, das ist lustig, da passiert viel und die Erwachsenen verstehen da deutlich mehr. Ja, guter Punkt. Wenn du jetzt deinen eigenen pubertierenden Ich eine Sache mitgeben könntest oder sagen könntest, die ihm vielleicht irgendwie helfen würde, was wäre das? Ihm helfen würde, für was? Fürs Leben? Wenn es ihm fürs Leben hilft, dann würde ich immer sagen, das habe ich auch meinen Kindern immer gesagt, alles rauslassen. Man soll also seinen Emotionen auch freien Lauf lassen dürfen und können. Alles andere ist dann Erziehungssache und alles andere lernen sie halt notgedrungen dann fürs Leben im Kindergarten, in der Schule und dann in der Ausbildung oder im Studium. Wird ihnen dann schon von vielen Seiten gezeigt, welche Emotionen jetzt bei dir jetzt persönlich, bei ihm oder bei ihr jetzt ein bisschen zu doll rauskommen und dann wird man dann schon zusammengestutzt. Aber ansonsten gebe ich jedem einen Rat, Emotionen freien Lauf lassen. Ist ja auch irgendwie heutzutage viel normaler, dass man sehr deutlicher mit seinen Emotionen auch umgeht. Ja, umso authentischer kommt man ganz genau rüber, ist man auch. Ganz genau. Ohne jetzt den Film zu spoilern, gibt es denn einen Moment im Film oder eine bestimmte Emotion, die etwas gemacht hat, bei der du dich selbst vielleicht wiedererkannt hast oder gesagt hast, oh Mensch, da gab es genau so einen Moment in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, den ich genauso nachempfinden kann? Ja, peinlich. Peinlich finde ich großartig, wenn er da so steht, dieser kräftige Typ da mit seinem rosa Tang und da diesen Hoodie dann über das Gesicht zieht und wenn es ihm peinlich wird, weil ich weiß das noch aus meiner Jugendzeit, war mir auch sehr vieles peinlich, was meine Eltern gemacht haben, weil man immer sagt, Papa, du bist aber peinlich, Mama, du bist peinlich und das ist mir mit meinen Kindern genauso passiert, denen war vieles peinlich, was ich dann da oder meine Frau rausgelassen haben. Besonders als Teenager, wenn man dann zur Party kommt, um das Kind abzuholen. Und dann ist dann schon einiges peinlich. Wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ja. Viele von uns sind ja mit Disney-Filmen und Pixar-Filmen mittlerweile auch aufgewachsen. Und oft sind Animationsfilme dadurch der Einstieg für viele in die Filmwelt und für eine ganz neue Generation. Welcher Pixar-Film oder Pixar-Geschichte liegt dir persönlich besonders am Herzen? Natürlich jetzt erstmal alle beiden Alles steht Kopf-Filme. Das ist ganz logisch. Sie stechen auch heraus aus allen vorigen Animationsfilmen. Es ist also sowas von intelligent gemacht, diese ganze Story, die es ja vorher nie gab. Sowas gab es ja vorher nicht. Vor allem die Idee, wie kann ich deutlich machen für ein Kind, was mit meinen Emotionen im Kopf geschieht. Wie kann ich sie darstellen? Das finde ich also eine großartige Leistung von Pixar. Ja. Absolut. Also ich war auch schon beim ersten Film total von den Socken. Der hat mich wirklich sehr berührt. Der ist jetzt auch schon fast irgendwie 10 Jahre alt. Was denkst du, wie sich das Verhalten junger Menschen während der Pubertät und vor allem auch so durch aktuelle Themen, die gerade ganz brisant sind, speziell auch mit sowas wie Social Media verändert haben und wie sind wir Menschen irgendwie komplett gleich geblieben? Ja, Social Media hat viel verändert im Leben und die jungen Leute sind ja damit, die kennen das gar nicht anders. Deshalb muss man, glaube ich,
schon in der Schule sehr viel Wert darauf legen, dass man auch vernünftig damit umgeht. Also es hat sich da in dieser Richtung auch vieles verändert. Da hat sich auch vieles fürs Fernsehen, fürs Kino verändert, weil man ja jetzt mittlerweile, egal ob das jetzt Netflix ist oder andere Angebote, die man hat, man kann so viel zu sich nach Hause holen oder aufs iPad, und da geht ein bisschen verloren das große Kinoerlebnis. Und das kann man natürlich auch hervorrufen durch solche tolle Filme, die einfach nur im Kino wirklich ein riesiges gemeinsames Erlebnis ist, wenn man mit vielen Leuten so einen Film schaut. Ich habe, glaube ich, auch die meisten Pixar-Filme im Kino gesehen, und es ist einfach was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Ja. Ja. Wenn man dann auch so selbst emotional wird, vielleicht ein bisschen die ein oder andere Träne vergießt und alle um einen rum auch so ein bisschen schluchzen, das ist ja bei Pixar fast schon Garantie. Ja. Ja. Oder es kommt von allen ein riesen Lachflash. Genau. Weil Humor ist ja, Disney Pixar ist ja auch bekannt dafür, dass auch so immer auch ein großer Teil an Humor stattfindet in diesen Filmen. Absolut. Das ist mir auch bei dem Film Soul aufgefallen, der 2020 ja nicht leider in die Kinos kam und nur auf Disney Plus erschienen ist. Den habe ich gesehen und ich fand den so wunderschön und ich hätte den so gerne auf der großen Leinwand gesehen, weil ich finde, der hatte so eine großartige Message und Gefühl, und ja, also absolut sollte man im Kino gesehen haben. Ich hatte ein paar Ideen nach Alles steht Kopf 2 für einen dritten Film. Wie könnte denn deiner Meinung nach ein dritter Film aussehen, wenn sich dann Emotionen und ja, alles im Grunde genommen im Leben verändert und weiterentwickelt? Ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, wie es weitergeht im Leben von Riley. Sie verliebt sich, sie will heiraten, egal was und egal wen. Genau. Da kommen also diese Emotionen ganz deutlich zutage, oder enttäuschte Liebe, die dann kommt, und dann eventuell eine Heirat oder, was auch wichtig ist, Studium. Alles, was sich entwickelt dann zu einem jungen Menschen, der dann auch ins Berufsleben geschickt wird und vielleicht Familie gründet. Da sind so viele Möglichkeiten, einen dritten Teil zu machen, der sicherlich auch sehr spannend. Vielleicht kommen auch neue Emotionen dazu. Es hat Potenzial für einen dritten Teil. Absolut. Da kommen wahrscheinlich die alten Emotionen, die alten, also die mit denen die Kinder aufgewachsen sind, zurück und haben lange Bärte und endlich können wir wieder die gleichen Emotionen empfinden. Ja. Vielen, vielen Dank. Mein Interview-Slot ist schon vorbei. Danke für deine Zeit, und der Film ist wunderschön. Vielen, vielen Dank.